So, ich speichere auf jeden Fall vorher nochmal, weil das lief beim letzten Mal, sind die Sachen hier einfach verschwunden und das fand ich ziemlich blöd. Sag mir nicht, du Ist die hast davon Zeit. gewusst. Ich halte mich da lieber raus. Oh, Huno, bitte, ich will mit dir reden. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Stolz betrogen. Du hast gewonnen. Schon gut. Kluges Köpfchen. Warte mal. Erzählt sich ja so einiges. Geht doch, ey. Das ist doch alles nur Gerede. So, also 48, 30 und 38. Das ist natürlich das erstmal am günstigsten. Das nicht, sie können mir auch nicht mehr helfen. 30 ist auch irgendwie so ein blöder Preis. Ich würde ja gerne alles von dir nehmen, aber du hast nicht genug, um. Glaubst du wirklich? Um mir da wirklich. Weiß ich nicht. Oh doch, hast du. Okay, never mind. Never mind. Never mind. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich bin ganz deiner Meinung. Das passiert mir nicht nochmal. Okay. Muss ich jetzt schon wieder gucken, ob ich dir irgendwas. Irgendwas gebe. Meine Meinung doch. Ja. Ja, Bier. Bier. Das ist doch alles. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ja. Ich brauch sie doch nicht. Dann ist das so besser. Der arme Kerl kann einem leid. Da kannst du eh nichts dran ändern. Ja, da kann halt nicht. Gequatscht mit viel. Ich wundere mich über. Nur einmal, ja? Okay. Lass uns mal abwarten. Was willst du? Nichts, geh weg. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Einige Probleme. So, mein Guter, jetzt beweg dich mal da weg, bitte. Hau ab! Willst du kluges Köpfchen? So. Kurzschwert. Okay, es kostet mich auch tatsächlich was. Puh. Okay, aber das war's dann tatsächlich. Bluterz. Den Schmied nicht ausreichend. Okay, okay. Interessant, interessant. Und Dunkelerz. Okay, aber es gilt dann immer für alles. Okay, ich verstehe, verstehe. Das ist dann Stufe 2 und Stufe 3. Aha, aha, aha. Gut. Und es ist gar keine schlechte. Okay. Wow! Einhandwaffe. Bonus auf. Wow. Schaden 25. Das ist echt nicht schlecht. Die ist ja fast. Ich meine, Reichweite 90, die Reichweite ist halt nicht so toll, aber dafür. Wow! Und die ist auch nicht so nutz, also so unwertvoll. Also okay, ich meine, wir haben 25 Schaden. Wir haben plus 3 Bonus auf Volltrefferchance. Das ist schon ziemlich gut. Und hier sind halt, die ist halt ein bisschen mehr Schaden, aber halt wirklich nur ein. Ich meine, das ist schon nochmal ein Stück, aber. Und die Reichweite ist halt höher, aber an sich. Kann ich schon mal nicht meckern, so viel steht fest. Genau, und es kostet mich halt ernsthaft Erz, ne? Genau, 20 Erz. Das heißt. Nämlich das 20 Erz kostet. Ich bekomme aber nur 25. Dann kriege ich 5. 5 plus. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich echt nicht. Weil wir kriegen ja immer nur die Hälfte von dem, was da unten steht am Wert. Und wir zahlen selber 20 für das Herstellen. Das ist schade. Das lohnt sich echt nicht. Ich meine,
Ja, wir können uns halt selber eine Waffe machen. Das in der Hinsicht lohnt es sich schon. Aber ja, das ist natürlich schon schade. Ja, und die Kosten für, also das lohnt sich gar nicht, ne? Inklusive der Kosten, die wir ja für die Materialien quasi ausgeben müssen. Das ist schade, das lohnt sich nicht. Ich meine, es kann sein, dass es sich irgendwann lohnt, aber... Das tut's jetzt erstmal... Ha, sei doch mal leise. Schade, 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 schade. Das ist echt schade. Das Ding kriege ich nie auf. Natürlich nicht. Also auch hier mal wieder nicht ausreichend. Wir müssen halt von irgendwem Schlösser knacken lernen, aber dafür müssen wir halt auch wieder mal aufsteigen. Mit einem Lernpunkt kommen wir da nicht weit. Ich meine, es ist auch nicht mehr allzu lange. Bis wir aufsteigen, aber... Aber hey, eine gute Waffe ist eine gute Waffe. Kann man nichts gegen sagen, auf jeden Fall. So, dann wasch dich mal. Nur leider lohnt es sich nicht. Ich meine, man müsste halt schauen. Also wenn wir das natürlich dann schaffen, kostenlos an die Rohlinge ranzukommen, was ja prinzipiell machbar ist, sobald wir halt das gelernt haben, dann müssten wir halt schon wieder relativ viele Schwerter schmieden können. Nein, aber es sind trotzdem 5. 5. Ich meine, da müsste man halt schon... Du hast... Ich weiß nicht, ich will aber auch nicht so viele Lernpunkte darin investieren, dass wenn man halt sagt, hier, man macht hier dieses Bluterz-Ding, dass das halt einen großen Unterschied macht, sag ich mal. Dann wäre es vielleicht schon nochmal was anderes. Mindestens, also ich gehe mal davon aus, dass es dann eben doppelt so viel wert ist. Dann würden wir da schon mal 50 bekommen. Das sind dann immerhin... Ein paar mehr Punkte, 30, aber ich weiß halt nicht, so ein bisschen mehr Erz, aber ich weiß nicht, inwieweit die... Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Erz kostet. Naja. 25 Erz erhalten, schön, schön. Hier zum Beispiel ist ja auch irgendwie kaum jemand in... Reichweite und zur Zeit muss ich leider offen zugeben. Ein kleiner Windstoß und er wäre von alleine umgefallen. True. Es tut mir wahnsinnig leid, ihr Lieben, aber ich brauche alles, was ihr habt. Und eure Erfahrungspunkte vor allem. Und ich muss auch mal aufpassen, dass ich nicht am Ende doch von irgendwem hier erschossen werde. Gerostet. Okay, an dir war ich schon dran. Ihr seid ja auch... Das wird dir noch leid tun. Ja, ja, auf zu jammern. Das wird dir noch leid tun. Ja, 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 ja. Der hat... Das Ding ist halt übrigens, also du weißt ja sicher, ich habe das Let's Play quasi angefangen, weil ich das Spiel... Ist gut. Weil ich das Spiel bei Jorgenson gesehen habe. Sekunde mal, wenn du mich schon gerade so blöd anmachst, weißt du was? Und das Ding ist halt, ist halt auch der Dingens beigetreten. Abgebrochen. Oh Mann. Abgebrochen. Oh Mann. So dumm, ey. Naja, egal. Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard. Ja, whatever. Hier ist es halt schlecht, ne, weil der da hinten, der sieht das halt schon. Der würde mich zweifelsfall angreifen, eventuell. Das kriegen wir raus. Buddler verprügeln. Jedenfalls, Jorgenson. Yep. Meine Meinung kennst du.
Jorgenson ist eben auch dem Sektenlager beigetreten. Und ich finde es halt schon so schwierig, dass ich halt im Prinzip das gleiche spiele, was er gerade auch als Projekt hat. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon abgeschlossen bei ihm. Aber ich... Oh. Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Nein. Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht... Ich will deine hässliche Hilfe nicht. ...geleistet hast. Das verstehst du doch. Ja, genau. Wir sehen uns. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. Oh Mann. Also hier haben wir nochmal einen Kessel, ne? Also, wenn wir irgendwann den Kessel haben. Oh! Achso, nee, du musst einfach nur... Doch, jetzt! Oh, jetzt geht's! Fleischpflanzengerichte zubereiten? Habe ich nicht. Pilzgerichte? Habe ich nicht. Okay, Kräutergerichte? Habe ich nicht. Fleischgerichte? Habe ich nicht. Aber ich habe Molegradgerichte. Okay, jetzt funktioniert's, okay. Das auf jeden Fall. Und das habe ich. Kochentalent nicht ausreichend. Ist ja interessant. Okay, macht Sinn. Käse kann man halt auch nicht so gut umgehen. Aber es ist nicht schlimm. Wir lernen das erstmal. Jetzt gar nicht, wie viel mehr. Ja, okay. Mehr können wir nicht. Mehr können wir nicht. So. Ich glaube, wir haben auch nur 2 Brot gehabt oder so. So, dann müssen wir mal gucken, was wir da zusammen gekocht haben. Fleischschwanzen-Ragout. Hier, Mollratsuppe. 21. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Okay, aber es braucht halt auch viel, ne? Also wir müssen dann irgendwie immer am Brot und Salz brauchen wir auch immer. Salz haben wir aber auch noch. Und vor allem... Gut. Okay, aber jetzt hier funktioniert's. Okay, ich weiß nicht, warum dann der neben der Schmiede nicht ging. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber gut, ich muss jetzt noch mal kurz mit Fisk... reden. So, dann habe ich hier wieder ein bisschen Müll für dich. Ah, bestimmt brauche ich einen Kochlöffel dafür, ne? Verstehe. Ja, das... Das ist natürlich was anderes. So, dann würde ich dir das gerne verkaufen. Und das gucken, wie viel wir jetzt dadurch haben. Also, wir haben auch noch 3 davon, ne? Weil die sind schon mal 91. 4 reichen mir schon. Wollen wir schon mal so annehmen. Ende. Dann lässt du das mal kurz los. Das ärgert mich halt wirklich, dass das nicht, hoppala, dass das, ja, dass ich da keine Chance habe quasi, das zu entfernen. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall dann noch Schlösser knacken lernen. Dann, ich meine, das lohnt sich aktuell überhaupt nicht, klar. Aber wenn wir das halt irgendwie ein bisschen geschickter machen können, dass wir... kostenlos an das Material kommen, dann haben wir immer noch nur 5 Gewinn. Das ist immer noch furchtbar. Aber naja. Naja. Okay. Aber es ist schon mal gut zu wissen. Also quasi pro Rezept, egal was es ist, haben wir dann immer alle 3 Stufen abgedeckt. Was ja auch durchaus Sinn macht. Alles andere wäre ein bisschen unfair. Und wir müssen jetzt halt irgendwie schauen, dass werden möglichst viele Mallrats kommen. Also die Rezepte, das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Heilung ist echt gut. Ich glaube, gerade für den Anfang. Und wenn wir, guck mal, es war jetzt Stufe 1. Und da kriegen wir mehr zurück als für vorher.
Du weißt, was ich meine. Oh mein Gott, hör auf damit. Ganz viele Scavenger. Und das ist schon mal schön. Oh, yes. Schön, schön, schön. Das macht doch schon mal sehr viel mehr Spaß. Wir mehr töten können, dann können wir auch mit dem Wolf uns versuchen mal anzulegen demnächst. Ah. Genau, und das heißt im Prinzip brauchen wir jetzt die Waffe auch gar nicht mehr unbedingt. Wir was viel Besseres können. Und es ist natürlich durchaus möglich, dass wir... ich meine, wir haben auf jeden Fall so die Möglichkeit, uns Waffen zu schmieden, die wir mit wenig Voraussetzungen irgendwie tragen können. Zumindest habe ich bisher den Eindruck. Und wenn das so weitergeht, ist es natürlich dann auch wieder eine Möglichkeit, dass man halt wenig Stärke investiert und trotzdem eine heftige Waffe tragen kann. Das ist eine schöne Sache. Okay, wir haben ein bisschen sehr viele Gegner, die ein bisschen sehr kacke sind. Gucken, ob ich... Einen Wolf kannst du nicht einzeln angreifen. In der Regel jedenfalls nicht. Yo, das war ja super. Okay, ignorieren wir das. Die Wölfe lassen wir erstmal in Ruhe. Das ist noch eine Tollkirsche. Was die bringen soll, verstehe ich aber auch nicht. Ich meine, was bringt es mir, meine Geschicklichkeit zu erniedrigen? Also außer gar nichts. Jo. Schattenläufer. Mit dem legen wir uns schon mal nicht an. Wenn wir sonst ziemlich viel Schwachsinn machen, das nun wirklich nicht. Oh, jetzt hört mal auf, ihr blöden, dämlichen Kackwölfe, ey. Yikes! Der hat halt auch irgendwas platt gemacht. Ah ja, hier waren nämlich auch More Rats, das weiß ich. Weil ich es weiß. Vielleicht haben wir aber noch Glück und die hängen hier. Es sind irgendwo noch Überlebende. Schönen Erfahrungspunkt. Halt! Dämlicher. Ach, Scavenger. Schwierig. Schwierig, schwierig. Cassie, ist irgendwas abgegangen? Davon, wo bist denn du dann gekommen? Du musst ja dann von da hinten irgendwo her. Weil es ist ja der einzige Ort, wo noch mehr sind. Ah, jetzt hier wieder gegen euch. Ja, ja, komm. Ja, sorry, ich hab gerade nicht... Nein! Nein! Oh Mann, ey. Okay, komm schon. Ja! Oh nein. Oh nein. Oh nein, warte, speichern. Oh Gott, bloß schnell speichern. Dir frisst mein Mole-Rat-Fleisch. Fett. Nein. Triff, 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 triff. Triff, bitte. Du bist so blöd. Ach Gott. Ach, ich weiß nicht, wie ich an den rankommen soll. Da hinten. Doch, ich kann es versuchen. Ganz vorsichtig. Ja, dann komm halt. Ich hasse euch. Ihr seid so lästig. Ich muss da hinten irgendwie ran. Oh mein Gott.
Genau. Okay, ganz vorsichtig, du willst den nicht wecken. Du willst den nicht wecken. Das sind Wölfe. Das hast du dir nicht eingebildet. Ah! Scheiße! 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 Es tut mir leid, ich wollte dich nicht wecken. Oh, der frisst nur. Nein. Fuck, ey. Er hat doch eben geschlafen. Du Hässlichkeit. Ich muss da ran! Sag mir, dass du irgendwann aufhörst. Keine Ahnung. Furchtbar. Ja. Das hast du erwartet. Aber ich glaube, der ist auch gar nichts mehr drin, weil der schon quasi komplett aufgegessen war. Geht wieder weg? Nein. Nein, 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 nein. Mann! Shit, ey. Es ist alles furchtbar! Fuck. Ich will doch nur mein Monrad-Fett. Bitte. Ich komm da nicht ran, ich komm da nicht ran. Mann, das ist gemein. Ihr habt mir schon Erfahrungspunkte geklaut, weil ihr einfach durch die Gegend rennen wie die letzten Vollidioten. Ach, Mann. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Hässlichkeit. Mann, schönes Fett. Das ist halt das Ding, ich weiß halt einfach, dass die begrenzt sind, dass es nicht besonders viel davon gibt, weil so viele Monrads gibt's nicht. Die sind halt hier am Anfang so ein bisschen, aber es ist nicht so, dass hier irgendwo ein fettes Lager von denen wäre. Leider. Natürlich leider. Ihr seid immer zu zweit, ihr blöden Wölfe. Ja, genau, da kommt ihr schon wieder beide. Das war's dann. Schon wieder mit mir. Ja, also manchmal gibt's, wenn die einen Sprungangriff machen, dann töten die mich mit einem Mal. Ansonsten mit dem anderen, da hatten wir ja vorhin schon so uns ein paar Mal treffen lassen können und das war okay. Ach ja, gegen die Echsen brauche ich es auch nicht versuchen. Die sind sehr, sehr stark. Und außerdem ist es da natürlich dann auch wieder schade um die Trophäen, die wir halt noch nicht gelernt haben. Wobei da natürlich dann auch wieder die Frage ist, oh Mann ey, immer, dass du im Standard auf das gehst, verstehe ich nicht. Weißt du nicht, was die 1 ist? Oh Mann, geh mal weg. Oh mein Gott, triff bitte. Aua, warte. Hab ich mir gerade irgendwie alles gebrochen. So, hier auf jeden Fall nur ein paar Pilze. Und sonst nichts. Ah.
müssen wir uns irgendwie von all diesen fernhalten. Aber gut, hier haben wir wenigstens wieder nochmal ein bisschen More Red Fat. Müssen wir nur wieder ein paar Buddler verprügeln und die ihr Dingens uns besorgen. Brot. Brot klauen. Ja, weil irgendwie kein Händler hatte das. Also kaufen uns keine Nahrung. Also außer die, die ich denen halt gegeben habe. Aber das zählt ja nicht. Meins. So. Eisenkeule. Fackel. Jo. Wieso kannst du hier drin gestorben sein, wenn du einen Heiltrank dabei hattest? Verstehe ich nicht. Na gut, dann sind wir jetzt im Sumpf. Sei gegrüßt, Fremder. Du bist dabei, heiligen Boden zu betreten. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was führt dich her? Ich bin neu hier. Ich wollte mir euer Lager ansehen. Fremde sind uns willkommen. Aber es ist wichtig, dass du unsere Regeln achtest. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Fremde sich nicht aufhalten dürfen. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Natürlich nicht. Um Gottes Willen, 600 Erz. Ich glaube eher nicht. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Geh nur rein. Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay. Ja. Also wie gesagt, ich find's halt ein bisschen schwierig, wenn ich mich jetzt halt auch dem Sektenlager anschließe, weil wie gesagt, Jorgensen hat das halt schon getan, als er die Definitive Edition gespielt hat. Also wenn ihr quasi da wissen wollt, was passiert, wenn man das macht, würde ich euch auf jeden Fall darüber schicken. Also ich möchte natürlich generell, dass ihr einfach vorbeischaut bei ihm und euch das anschaut, was er spielt. Aber das ist dann eben einfach der Grund, warum ich mich tatsächlich nicht dem Sektenlager anschließen werde, weil das geht nicht. Dem neuen Lager kann ich mich anschließen, habe ich aber beim letzten Mal schon gemacht. Mache ich das halt jedes Mal, ist mir auch egal. Ist eigentlich auch mein Lieblingsweg. Und was ich dann noch nicht gemacht habe, wäre halt das neue Lager. Genau. Aber so viel zum Abschluss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.